Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem Krankenhausvlog. Es ist 10 Uhr irgendwas und ich habe Ausschlag gemacht. Es geht mir gut soweit. Ich habe relativ gut geschlafen hier im Krankenhaus. Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass ich hier so gut schlafen kann. Man hat zwar immer zwischendurch so Geräusche gehört auf dem Flur, aber ja, das ging eigentlich. Ich war schon heute Morgen um 8 Uhr, haben die angerufen zum CTG. Dann war ich da und alles ist gut. Und dann hat die Hebamme gesagt, so ja, das ist alles gut mit dem CTG. Und wenn wir dann nachher den Ultraschall gemacht haben, dann dürfen sie nach Hause, wenn alles gut ist. Und dann habe ich gefragt, so was hat sich für mich so angehört, dass der Ultraschall jetzt gleich ist, also so, keine Ahnung, in einer halben Stunde oder so. Und habe ich gefragt, wann ist denn der Ultraschall? Aber das konnte sie mir nicht sagen. Wusste sie auch nicht. Jetzt ist aber hier so, also ich war noch nie so groß im Krankenhaus. Und ich habe gedacht, ah, dann kannst du mal richtig zur Ruhe kommen und liegen und nichts tun. Aber es ist hier schlimmer als im Taubenschlag. Hier kommen ständig Leute rein zum Fieber messen, Blutdruck messen, Tabletten bringen die, die haben die hier auch. Diese Tabletten, ich schätze mal, das ist sowas wie Folsäure und Eisen oder Lachsöl hier, Omega-3. Das war für morgens auch. Ich habe die einfach rausgenommen und in eine Tasche getan, weil ich nehme ja nicht einfach irgendwelche Tabletten, die die mir hier hinstellen. Da ich ja auch nachher eh nach Hause kann, gehe ich jetzt einfach mal von aus, nehme ich heute Abend meine Eisentabletten und so. Ja, dann, was war noch? Ach, dann kam eine Frau, die wollte wissen, was wir zu essen haben möchten. Habe ich gesagt, ja, ich hoffe ja, dass ich nachher nach Hause kann, dann brauche ich ja nicht auswählen für morgen. Doch, doch, sagt sie, suchen Sie sich mal was aus, aber ja, die haben ja keine Option für mich. Ich habe jetzt die vegetarischen Ravioli genommen, aber ich bin ja dann eh nicht mehr hier. Gehe ich ganz stark von aus. Ja, so sieht's aus. Also, uns ist so das seelische Befinden. Es geht mir besser. Der Schock ist ein bisschen verdaut. Ich bin froh, dass wir nicht mehr dahin müssen zur alten Wohnung. Und ja, dass wir das alles hinter uns lassen können. Ja, wenn jetzt der Umzug halt vonstatten gegangen ist, also alles erledigt ist und unser Haus fertig eingerichtet ist, dass wir uns einfach auf die Geburt freuen können und alles einrichten können fürs Baby, Sachen kaufen können, weil wir ja immer noch gar nichts gekauft haben. Jetzt war wieder jemand hier. Musste ich kurz aufhören. Was wollte ich noch sagen? Wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, dass ich mich freue, wenn wir dann in ein neues Haus zur Ruhe kommen können. Ja, ich war schon duschen heute Morgen und da habe ich dann halt gemerkt, Bernd hat mir ja netterweise gestern noch eine Tasche gebracht, aber da habe ich halt gemerkt, dass voll viel fehlt. Ich habe halt immer noch das Oberteil von gestern an, das habe ich jetzt umgedreht, weil das Flecken hatte von diesem CTG-Gel oder was das war. Jetzt sind die Flecken halt hinten. Dann hat er mir keine frische Unterwäsche, also nur Socken eingepackt. Der war halt auch total durch den Wind gestern. Ne? Da ich jetzt ja nur bis heute Nachmittag voraussichtlich hier sein werde, ist das ja alles nicht so tragisch. Deo habe ich auch keins, aber ich war gerade duschen und ja, nachher komme ich raus. Hoffe ich. Ich hoffe es. So, meine Lieben, wie ihr seht, ich bin wieder zu Hause. Ja, also es hat sich was ereignet, dazu gleich mehr. Ich bin so um 14 Uhr ungefähr aus dem Krankenhaus entlassen worden und es ist alles in Ordnung soweit. Klar, sonst wäre ich ja nicht entlassen worden. Und ich bin jetzt hier zu Hause. Hier ist etwas Chaos, wie man sieht. Natürlich noch vom Umzug, aber auch weil Bernd alleine war mit Calvino und arbeiten musste und alles. Ja. Fertig aus, ne? Entschuldigt. Ja, Bernd ist jetzt einkaufen, Großeinkauf, und ich mache hier so ein bisschen klar Schiff. Ich habe uns erstmal einen Shake gemacht, Vitaminen und so. Die gute Nachricht ist, dass mein
Eisenwert richtig hochgegangen ist wieder. Ich habe ja fleißig die Eisentabletten genommen und der ist wieder im supergrünen Bereich. Ja, und was jetzt passiert ist, also ich kann euch das erzählen, weil die Videos sind ja 2 Wochen versetzt. Also wenn ihr das Video seht, dann ist hier schon alles wieder geregelt. Ja, es war so, ich musste ja nochmal zum Ultraschall heute zur Kontrolle. Und meine Schwiegermutter hat sich so sehr gewünscht, dass sie das Geschlecht erfährt. Und wir wollten uns ja überraschen lassen, Bernd und ich. Und ja, haben immer gesagt, wir wollen es nicht wissen, wir wollen es nicht wissen, wenn halt ein Ultraschall gemacht wurde. Und sie hat dann immer gesagt, auch bitte und frag doch und sag doch und schreib es mir auf den Zettel und so. Und dann, ich sag's auch nicht, ja. Gestern wurde ja ein Ultraschall gemacht, da habe ich nichts gesagt. Und heute habe ich dann so gedacht, naja, komm, ne, die hat bald Geburtstag und dann kannst du ihr den Zettel so schenken. Ne? Das wird sie sich bestimmt sehr freuen. Und dann hatte ich heute den zweiten Ultraschall und dann habe ich zu der Ärztin gesagt, wenn Sie durch Zufall das Geschlecht sehen, können Sie das dann bitte auf einen Zettel schreiben. Dann habe ich ihr das halt erzählt, ne, dass meine Schwiegermutter das so gerne wissen würde und wir uns halt überraschen lassen wollen. Ja, okay. Dann hat sie ja so mit dem Ultraschallgerät auf dem Bauch, ne? Ja, also Kopf okay, Plazenta okay, Weitergeschallt. Ja, und irgendwann hat sie dann halt mir das Geschlecht verraten. Also sie sieht das und das. Und könnte es jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil das halt jetzt nicht so ein super tolles Ultraschallgerät ist, aber ja, sie hat sich halt verplappert, ne? Und jetzt weiß ich halt, was es wird, aber niemand anderes. Also ich habe es Bernd noch nicht gesagt. Ich habe gerade mit meinen Schwiegereltern telefoniert, die hat auch gefragt, wieder meine Schwiegermama, und ich habe es wieder nicht gesagt, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Irgendwie habe ich mich natürlich gefreut, dass ich das weiß, weil ich bin natürlich auch aufgeregt, also oder war aufgeregt, was es wird, ne? Aber ich habe mich so auf den Moment gefreut nach der Geburt dann halt, wenn man dann so zwischen die Beine guckt und dann sieht, oh, ein Sohn oder eine Tochter. Und jetzt ist das halt weg. So, die Überraschung. Und wenn ich Bernd jetzt sage, dass ich das weiß, dann will der das nachher auch wissen und dann ist auch diese Überraschung, dieser Moment weg. So, also es ist halt so ein lachendes, ein weinendes Auge. Natürlich freue ich mich, dass ich das weiß, aber auf der anderen Seite ist halt dieser Moment, den wir uns so gewünscht haben und jetzt seit, keine Ahnung, 7 Monaten drauf freuen, ist halt jetzt weg. Und ich glaube, die hat zwar gesagt, ne, dass das Geschlecht jetzt nicht hundertprozentig, also das kann man ja nie hundertprozentig sagen, weil es halt ja nie hundertprozentig, erst wenn es da ist, aber mit dem alten Gerät und so, aber ich glaube halt, da ich jetzt in der 29. Woche bin, ja, wird es schon eindeutig gewesen sein, ne? Kann man ja jetzt nicht mehr so, wenn das jetzt, weiß ich nicht, vor 3 Monaten gewesen wäre oder so. Aber ist ja schon echt weit jetzt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr machen würdet an meiner Stelle. Ich meine, wie gesagt, wenn ihr das Video seht, dann ist ja schon alles entschieden. Ich werde heute Abend dem Bernd das sagen in einer ruhigen Minute, also dass ich es weiß und dann soll er selber entscheiden. Das ist voll so Zwiespalt. Auf der einen Seite ist es voll schön, das zu wissen, auf der anderen Seite ist es halt doof. Ja. Naja, egal. So ist das halt. Ja, ich mache jetzt hier weiter. Ich habe schon eine Waschmaschine angemacht. Ich habe die Küche ein bisschen aufgeräumt. Die Männer hatten sich gestern bei Subway was zu essen geholt. Das Murphy schläft da auf seinem neuen Platz. Jetzt werde ich noch das Sofa ein bisschen aufräumen. Der Calvino und Bernd haben auf dem Sofa geschlafen gestern. Die haben einen Männerabend gemacht. Und heute Abend wollten wir zum ersten Mal den Kamin anmachen. Da wird ja immer gefragt in den Kommentaren unter den Videos, ob da sich das jemand angeguckt hat und so. Und ja, da ist alles in Ordnung. Nachdem wir halt unseren Bezirksschornsteinfeger, ich wusste ja nicht mal, dass es sowas gibt. Ich dachte, man kann sich einfach einen aussuchen.
Also es ist alles okay. Das wurde abgenommen oder wie auch immer man das nennt, keine Ahnung. Wir dürfen den Kamin benutzen und das wollten wir heute Abend zum ersten Mal ausprobieren. Und uns das richtig gemütlich machen nachher, wenn der Bernd von der Arbeit kommt. Ach, von der Arbeit, vom Einkaufen. Ja, so, ich werde jetzt gleich nochmal duschen gehen, weil ich hatte ja hier in meinem Koffer, den Bernd mir gebracht hat, kein Deo, keinen neuen Schlüpfer. Ich habe halt einfach gar keinen Schlüpfer angezogen dann. Und das hier ist halt falsch rum an. Das habe ich jetzt halt seit gestern an. Und dann werde ich mein Gesicht schön pflegen und alles. Ja, das mache ich nachher. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ein bisschen noch auspacken. Und dann kann ich gleich entspannen. Ja gut, ich bin gespannt auf eure Kommentare, was ihr machen würdet. Und also bezüglich des Geschlechts vom Baby. Ja, danke ich euch fürs Zuschauen. Und würde sagen, bis morgen.